Ahoi Piraten und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2 Curse of the Vampire Coast. Könnte sein, dass es die vorletzte Folge eventuell sogar schon ist. Vielleicht machen wir aber auch noch ein bisschen länger, das kommt ganz drauf an. Zunächst einmal müssen wir jetzt hier den Sloppy Quickshank hier aus dem Weg räumen. Und ich denke, das wird eher ein Durchmarsch. Aber wir werden sehen. So, wieder mal diese typische ominöse Insel, die immer irgendwie aufploppt. Egal, was wir tun. Wir machen wie immer das Übliche. Packen hier die Jungs jetzt erstmal ins Zentrum. Ihn hier für den Buff hierhin. Ich weiß inzwischen auch, ja, ihr habt recht. Jemand von euch hat geschrieben, das sind eher so die Supporter. Ich werde sie trotzdem weiterhin auch als Tanks weitgehend nutzen, weil sie ja dann doch irgendwie da ganz gut mit dabei sind. Die Jungs hier stelle ich dahin. Genauso wie ihn auch ihn hier noch da an die Seite ran. Die Queen Bess habe ich hier mit dabei. Dann will ich eigentlich die großen Monstren eher so an der Flanke haben. Meine Prometheaner. Warte mal, ihr geht dahin. Bildet hier die Nummer 1. Die anderen Promis. Wie nennen sie Promis? Oder in dem Fall halt ich. Stellen wir hier auf die Flanke. Dann geben wir denen hier die Support-Rolle, die sie sich wünschen. Mit der Nummer 2. Ich mache hier nur 2 hin, weil auf der anderen Seite ist ja der gute Noctilus. Und ja, es stimmt auch, Noctilus war nicht derjenige, der Probleme mit Echsen hatte. Ich glaube aber, dass Noctilus Probleme mit ziemlich allen hat. So, wir stellen die Jungs noch dahin. Sie sollen natürlich nicht wegrennen. Die Jungs noch dahin. Sie sollen natürlich auch nicht wegrennen. Und jetzt sollte der Drops eigentlich gelutscht sein. Das Einzige, was wir jetzt hier noch brauchen, ist ein bisschen mehr Winde der Magie. Möge es beginnen. Ich kann schon irgendwas von uns schießen. Demnächst zumindest. Hier will auf jeden Fall schon mal hier diese Artillerie jetzt hier gleich vormarschieren. Wir können allerdings diese Art hier auch gleich ein Geschenk einschenken. Das Norse-Gebrüll, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ganz witzig. 3, 2, 1. Tschüssikowski. Das hat weniger ausgemacht, als ich dachte. Okay. Da habe ich irgendwie mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, der schießt jetzt hier schon mal ganz hässlich auf uns hier. Ich bin der Meinung, dass ich da was dagegen habe. Den hat ihn gerade eben schon ordentlich gefressen. Ich bin unglaublich, warum hat er den schon gefressen? So, hier kommt der Feind in Kontakt. Come on. Bum, 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 bum. Irgendwie hat beides, ja okay, es war ein Rattenohr, beides überraschend wenig ausgemacht. Das ist alles noch zu weit. Oh. Jetzt habe ich es aus irgendeinem Grund erst auswählen können. Ja, wir warten noch ganz kurz auf unsere ganzen spaßigen Fähigkeiten. Auf jeden Fall schlägt jetzt hier auch alles ein. Ich denke, ich soll diesen Teilen halt auch wirklich mal andere Ziele teilweise zuweisen. Und Queen Bess ballert hier noch mit drauf. So, gönnt euch. Alle Buffs, die wir haben, werden jetzt hier aktiviert. Wir sind jetzt in Reichweite. Die meisten Gemeinheiten. Dafür hören wir momentan noch nicht. Jetzt kommt dieses Todesrad. Da schicke ich jetzt alle vier schon mal jetzt hier an den Start ran. Ihr geht auf hier los. Oh ne, ihr könnt auf hier losgehen. Ihr geht auf hier los. Ihr geht hier außen rum. Wenn ihr auch wirklich tut, was ihr sollt, das wäre toll. Ihr werft da euren Quatsch rein. Wir haben jetzt hier diesen Nahkampf am Start. Ihr werft da euren lustigen Quatsch rein. Dann geht ihr auf die Flanke hier. Ihr greift hier noch mit an. Wir können hier wieder... Oh Gott, die haben jetzt schon keinen Bock mehr, seht ihr das? Ach, geht interessanterweise nur ein oder eins von beiden gleichzeitig. Das wusste ich nicht. Aber wir können hier auf jeden Fall noch hässliche Zauber auf den Gegner wirken. Wir müssen bloß noch ein bisschen näher ran. Aber ihr seht schon, die Moral der Skaven ist sehr skavisch.
ist nicht gerade die beste. Halten wir das mal fest. So, hier greifen wir noch an. Ja, ihr könnt ja auch noch weiterhin einigermaßen verfolgen. Ich denke, dass das wahrscheinlich jetzt hier gleich vorbei sein wird, weitgehend. Komm, wir können jetzt hier mit den Großen da nochmal hier ein bisschen mit reingehen und Rabatz machen, um den General jetzt zum Teufel zu jagen. So, kann ich hier was machen? Ich denke doch, ja. Da kommt wohl dieses olle Seuchenrad da an. Der ist zu weit weg, der kann, glaube ich, da keine Bombe hinwerfen. Der wird es wahrscheinlich nicht dahin schaffen. So, General verliert auch schon Lust und Laune. Hier, Todesrat hat eine ganze Menge an Lebenspunkten eingebüßt. Die letzten, die jetzt hier kämpfen, sind die hier. Oh, da kommt nochmal hier irgendwas. Dass es wissen will. Wie mir scheint. Oh Gott, ihr sollt denen nicht hinterherlaufen. Meine Bewaffnung ist der Meinung, sie muss dem Feind hinterherlaufen. Davon halte ich jetzt relativ wenig. Also meine Artillerie, mein Arsenal. Ihr könnt hier weiterhin da angreifen. Ihr macht hier noch diesen Spaß mit. Ja, und jetzt ist der Gegner geschlagen. Wie gesagt, selbst auf sehr schwer, irgendwie nicht sehr schwer. So, erledigt. Interessanterweise auch fast gar keine Verluste. Wir holen uns hier das hier. Wie gesagt, Geld brauchen wir nicht. Und dann ist unsere Truppe eigentlich auch schon wieder vollständig. Wir löschen den Kameraden aus. Mission erfolgreich. Pantheleons Anhänger schaltet legendäres Söldnerregiment bei die Rache der neuen Augen. Verwesende Prometheaner. Sehr, sehr schön. Können wir uns eigentlich auch ganz kurz hier angucken. Das sind die hier. Oh, Geisel der Sieben Meere haben wir jetzt als Errungenschaft. Nett. Die haben Regeneration. Berüstungsdurchdringen, Verteidiger amphibisch. Ja, ist jetzt momentan auf den ersten Blick nichts, was die von den anderen irgendwie großartig abhebt. Warte mal, ich kann sie ja direkt mal mit denen hier vergleichen. Da 154, 64, 45. Das ist dieselbe Art. 100, oh, die haben so deutlich mehr Rüstung. Die haben deutlich mehr Rüstung. 53, 77. Das ist gleich. Ah, das sind sogar Fernkämpfer. Moment, ich muss die ja tatsächlich mit denen hier vergleichen. Ne, dann haben die tatsächlich nicht mehr Rüstung. Dann sind die genau gleich. 62... Ne, sie haben mehr Führerschaft. Ne, haben sie nicht, weil die müssten nochmal 2 Punkte oben drauf kriegen, wegen dem nächsten Level. Ich habe ja noch keine 3 Goldstufen. Also gut, die sind, was das angeht, gleich. Geschwindigkeit ist gleich. 52, 75, 77. Ja, Nahkampfabwehr geht um 1 hoch. Das ist auch richtig. Waffenstärke 84. 84. Angriffsbonus 22, 45. 90 und 49. Die machen mehr Geschossschaden. Die machen ein bisschen mehr Geschossschaden. Das ist ihre Stärke. Ja, es ist jetzt nett, sage ich jetzt mal. Mehr aber auch irgendwie nicht. Es ist nett, mehr aber auch nicht. So, dann haben wir das jetzt erledigt. Gucken wir mal, was die Penny Jenkins macht. Die Penny Jenkins freut sich natürlich jetzt hier, diese Prometheaner in ihrem Reihen begrüßen zu dürfen. Wir bauen hier immer noch dieses Städtchen aus. Kohle haben wir eigentlich genug. Ja, ist eigentlich ganz gut. Wie viele gibt es denn da noch von denen, die wir noch schlagen müssten? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade eben gar nicht. Das ist noch diese letzte, das letzte Söldnerregime quasi vor die Flinte kommt, dann... nehmen wir das. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann doch tatsächlich in den Endkampf. Ich habe nämlich vor demnächst dann nochmal ein bisschen Total War Rome 2. Und zwar Hannibal at the Gates für euch zu Let's Playen. Das unglückliche Art und Weise bekommen. Nämlich, das war die Entschädigung von Creative Assembly für das Einstellen von Total War Arena, das euch vielleicht schon zu Ohren gekommen ist, worüber ich auch ein Video gemacht habe. Ich habe mich dann, weil ich Hannibal halt dann doch irgendwie sehr, sehr lieb gewonnen habe als Charakter in Total War Arena, möchte ich da nochmal was in diese Richtung thematisieren und das Ganze dann ja mit euch zusammen Let's Playen. Ist zwar schon ein bisschen länger her, dieses DLC, aber vielleicht interessiert es euch.
So viel dazu. Jetzt erstmal hier, ja, die ganzen Skaven hier natürlich, Vampirküste. Wir sind interessanterweise stärker als die. Ich verstehe es nicht. Das ist eine ganz, ganz komische, weirde Berechnung. So, wir werden auch irgendwann mal nochmal hier zu den Kollegen hier zurückkommen, aufgrund der Tatsache natürlich, dass jetzt Total War Arena auf lange Sicht, also mittelfristig wegfallen wird, werde ich sicherlich nochmal eine Runde in Total War Warhammer 2 reinschauen und vielleicht nochmal in anderen Piraten spielen. Ja, guck mal, wer da wahnwitzig ist, das spielen wir natürlich nicht. So, holen wir sich das zurück. Hat er sich selber versenkt, hat überraschend viel Schaden gemacht. Was ich irgendwie lächerlich finde. Fleischiges Vermögen. Ahoi. Wir haben ein feindliches Lager gefunden, in dem es kein Leben mehr gibt. Nur noch unzählige Leichen. Die Lichtung ist übersät mit halb zerfressenen Körpern. Die Gefallenen waren Elite-Schützen. Einer von ihnen wird uns doch nützen. Oder sollten wir besser die Kreatur ausfindig machen, die für dieses Massaker verantwortlich ist? Ja, wir bekommen jetzt wieder so einen Helden. Wir nehmen jetzt hier den Lightheim-Sucher. Was soll's. Der soll jetzt hier einfach mal direkt buddeln. Mehr will ich von ihm gar nicht. Buddel dir doch ein, Freundchen. So, wir haben hier nochmal einen Level-Up bei Noctilus himself. Da muss ich jetzt gerade eben nochmal drauf gucken, denn ich war momentan noch nicht so ganz fertig mit einem, weil wir machen jetzt hier alle mal ein Deck, dann haben wir das hier auch erledigt. Job erledigt. Was mache ich jetzt mit ihm hier? Ja, Pulver, Junge. Reduziert seine Nachladezeit. Kann man auch machen. So, wir müssen mal schauen. Wir haben jetzt hier die Schatzkarten. Es gibt jetzt hier nur noch das letzte Teil. Och nee, wir haben ja alles. Wir haben ja alle. Moment, was muss ich machen für... Für die da? Einheit kann nicht rekrutiert werden? Diese Einheit wird nach dem Erhalt des verfluchten Goldbarren von Bögenhafen von den Teilen der 8 freigeschaltet. Ach Gott, und den gibt's nicht mehr, oder was? Gibt's den nicht mehr? Ist der draufgegangen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Teile der 8, es sind aber nur 7. Ach Gott, der muss irgendwo anders schon draufgegangen sein. Och, ist das bitter. Ist das bitter. Den gibt's gar nicht mehr, oder wie? Moment, wie hieß der? Verfluchten Goldbarren von Bögenhafen. Ich muss mal gucken, ob es diese Fraktion... Also wahrscheinlich gibt's sie nicht mehr, weil sonst wären sie ja da noch drauf. Aber wahrscheinlich gibt's diese Fraktion nicht mehr. Aufwiegelarmee, nee. Fort Royal, Ödküste. Plünderer des Golfs, Schwarzen Ozean. Nö. Nee. Die gibt es nicht mehr. Die sind weg. Das finde ich jetzt irgendwie eher so suboptimal. Schade. Na gut, wo ist jetzt meine Flotte? Hier. Ja, dann haben wir keine Wahl, Leute. Dann gibt es gar nicht so viel, was wir jetzt hier noch tun können. Wir haben im Grunde eigentlich alles erreicht. Wir könnten jetzt höchstens noch Noctilus selber zu einem noch krasseren Kämpfer aufwerten. Vielleicht, ja, wie gesagt, mit dem Dunkelelf nochmal Stress suchen, mache ich jetzt aber in dieser Situation tatsächlich gar nicht. Ich schiebe mal das hier noch ganz, ganz kurz dahin. Und guck mal, ob wir vielleicht noch irgendwie in den Süden kommen. Ich habe jetzt aber nicht vor, hier diese Schlacht nochmal zu schlagen. Ach Gott, ich kriege eh hier Fässer voll rum. Das nehmen wir. Geschossschaden, whatever. Ja, da lohnt es sich gar nicht, in die Marschhaltung zu gehen, muss man ehrlich sein. Gut, beenden wir mal die Runde. Und da sind wir auch schon wieder. So, jetzt haben wir halt diesen blöden Sturm vor uns, was so ein bisschen lästig ist. Wenn ich da jetzt halt reinschippe, bekomme ich halt Damage. Und auf den habe ich irgendwie gar keine Lust. Oh, Moment, da ist jetzt der Skavenkap. Da können wir ja nochmal den Hochelfen ordentlich auf den Schlips treten. Das habe ich auch definitiv vor. Dann setzen wir da nämlich dann nochmal eines von unseren schicken kleinen Dingern da rein. Ich kann, glaube ich, ansonsten hier nichts mehr machen. Ne? Alles ist komplett tutti completi ausgebaut. So wie ich das hier zumindest sehe. Jupp. Also da geht nichts mehr.
Man könnte allerhöchstens jetzt noch Geld bei hier unsere Penny Jenkins versenken. Komischerweise habe ich bei ihr keinen Zugriff. Sie kann das anscheinend gar nicht. Ihre Flotte irgendwie verbessern. Kurios. Hier haben wir auch schon quasi alles ausgebaut. Ja, so städtebautechnisch sind wir damit eigentlich jetzt hier schon quasi so ein bisschen durch, ne? Also, gut, dann, wie gesagt, machen wir nächste Folge das Finale, liebe Leute. Und wir gönnen uns heute jetzt nochmal hin. Da wollen wir hin, da wollen wir sein. So, jetzt haben wir auch noch das geborgene Arsenal. Hier freigeschaltet, gibt nochmal 20% auf unsere Zombie-Deckarbeiter und Wächter der Tiefe quasi auf Waffenschaden. Das ist natürlich alles andere als nicht nützlich. Und wir können mal schauen, ob wahrscheinlich kriegen wir eh nichts mehr hin bis zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, in einem anderen Let's Play, wenn ich das nochmal mache, werde ich natürlich das Spiel komplett anders spielen. Aber es ist einfach mal was anderes und ich fand es einfach mal nett, jetzt hier quasi einen komplett anderen Weg einzuschlagen. Weil man hier halt tatsächlich, warte mal, mehr Munition, nee, Munition brauche ich nicht. Weil man hier einfach, ganz andere Dinge machen kann. Also einfach mal wirklich nur mit einer einzigen Armee das Spiel gewinnen, warum nicht? Hat auch mal Spaß gemacht. Allerdings weiß ich nicht, man sollte sich, glaube ich, da selber so ein bisschen, selbst im Zaum halten, das nicht jedes Mal so zu machen. Weil ich nämlich glaube, dass das ansonsten auf Dauer unter Umständen langweilig werden könnte. Befürchte ich halt einfach. Das ist nur so eine Befürchtung meinerseits. So, wir überfallen jetzt hier das Sklavenkap. Wir können sogar noch, eigentlich theoretisch, klar, Caront sogar noch angehen. Mal schauen, ob das was wird. Ach, come on. Dann halt nicht. Gut, dann parken wir uns hier nochmal. Und werden das nächste Runde tun. Wir sind schnell. Piratenhafen. Eine rivalisierte Piratenbande bittet um Zugang zu einigen unserer Buchten und wäre bereit, dafür zu zahlen. Sollen wir ihnen auf unserem Territorium Unterschlupf gewähren oder sie töten und die Beute, die sie bei sich tragen, befreien? Geld von Gaunern erhöht das Einkommen aus Schmugglergebäuden oder wir töten sie einfach. Wir sind böse, böse Piraten. Yo-ho. So, jetzt wollen wir einfach mal hier unhöflich anklopfen. Und ich würde sagen, ja komm, das spielen wir auch selber. So, die haben sogar eine Mauer. Ja gut, mal schauen, ob die ihnen was nützt. Wir bekommen immerhin nochmal ein bisschen Winde der Magie dazu. Okay. Ja, wir stellen unsere Artillerie hier hin. Die dürfte eigentlich da nahezu überall hinwirken können. Dann natürlich die Prometheaner. Die werden wir als Geschossinfanterie weit nach vorne stellen. Ihr geht dahin. Meine lieben, lieben Infanteristen, Wächter der Tiefen gehen als Nummer 1 hier hin. Ja, und ihr ballert hier auf alles, was nicht auf 3 auf den Bäumen ist. Sind das hier nochmal die Jungs? Achso, ja, die stelle ich jetzt nochmal ausnahmsweise hier hin. Weil ich nicht so recht weiß, was ich mit denen machen soll. Hier geht es bis da. Du schießt noch nicht, aber wir machen schon mal das da. Die schießen jetzt hier mal auf das Tor, würde ich sagen. Das ist jetzt sozusagen ihr Hauptziel. Und jetzt wird er den hoch... Boah, habt ihr diesen Treffer gesehen? Ach, du ahnst es nicht. Eieieiei. Uiuiui. Ja, das hat überraschenderweise wenig gemacht. All diese Mörser sind einfach nur der Tod für jede Einheit in diesem Spiel. Anders kann man es nicht sagen. Hier, das Tor hat auch schon jetzt so viel Schaden genommen. 95% ist im Grunde eigentlich schon gleich offen. Du heilst jetzt mal hier deine Jungs hier, dass sie uns hier nicht aus den Latschen kippen.
Tor ist offen. Wie gesagt, wir machen das jetzt hier einfach durch Bombardement. Die schießen hier noch. Fegen die einfach von den Mauern. Das ist, war nie ein fairer Kampf. War es nie. Keine Ahnung, ob die noch schießen. Ich schicke so jemanden, meine verwesenen Prometheaner mal jetzt hier einfach mal rein. Hier jetzt quasi der Auftrag für die Infanterie. Besetzt die Mauern. Und der Rest ist. Da kommen sie schon. Ein bisschen weiter weg, aber. Was soll's. Schießen die eigentlich? Ich sehe das irgendwie nie. Das ist bei diesen verwesenen Prometheanern irgendwie immer so ein bisschen seltsam. Dass man sich nie sicher sein kann, ob die wirklich schießen. Macht das Ding hier mehr Schaden als an der Kavallerie? Das möchte ich mal getestet sehen. Komm schon, die bleiben da so schon brav gehen. Lol. Hat ja. Ach, wenn wir schon wieder zu nah an dem Scheiß da sind. Man darf halt nicht so nah an diesem, an der Mauer sein, ne? Wenn du der Nähe bist, dann prallt hat sich das Geschoss da ab. That's the problem. So, jetzt guck mal vor. Du kannst hier nochmal das hier aktivieren. Gönnen wir uns hier einfach mal ein paar schicke Buffs. Prometheaner vor, noch ein Tor. Oder wie hieß das nochmal? Also in dem Fall halt durch das Tor. Greift an. Das hier mache ich gleich, wenn wir dann im Nahkampf sind. Da sind wir noch nicht ganz, aber demnächst. Da ist halt aber auch so gut wie nichts mehr auf den Mauern, ne? Dann schaut euch mal das Elend an. Ich sage jetzt hier wieder quasi Fire at Will. Habt ihr das gesehen? Das ist eine komplette Einheit einfach runtergesegelt. Alles klar. Und die Reste von der halt einfach durch den Mörser runtergefegt worden. So. Kann ich da jetzt klicken? Hä? Schön angreifen. Und hier auch angreifen. Die Prometheaner sind jetzt schon da. Gibt es überhaupt noch irgendeinen, der kämpft? Ja, gibt es sogar. Ja, jetzt will ich mal sehen, ob das Ding in Kavallerie was ausmacht. Überraschend wenig. Ja, so also komischerweise in Kavallerie machen diese Dinger so gut wie nix. So, sind meine Wächter der Tiefen jetzt drin? Ja, die sind drin. Jetzt muss ich meine Artillerie vorbewegen. Na toll. Dann tun wir das halt mal. Ihr kommt auch rein. Die jetzt hier endlich geschlagen? Ich hoffe doch mal sehr. Komm, jetzt machen wir diesen Typen da alle. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Das war nicht meine Absicht. Steuerung. Hallo? Hey. Alt, ja. Mit Alt geht das. Irgendeine Einheit, die wir heilen können, die da. Irgendeine Einheit, die wir das Gegenteil zukommen lassen können. Momentan niemandem. So. Also manchmal jetzt geht's. Wo ist deren Kommandant? Man sieht ihn nicht einmal mehr. Doch, da ist er. Er ist irgendwie noch da drin. So. Queen Bessie. Bess hat keine Munition mehr, aber da, dagegen gibt es ja auch was. Von Flugartillerie. Dann kann der nämlich wieder loslegen, der Kollege.
Kicherfrucht. Okay, wir haben aufgegeben. Menschlich enttäuscht. Und auch so ein bisschen als Vampirpirat. So, 11 Mann Verluste. 11. Tja. 11 Mann haben wir verloren. Das ist schon krass. Piratenbucht wird eingerichtet. Machen wir nochmal 8% Regeneration an der Stelle. Banner der Eile haben wir erhalten. Sehr nice. Piratenbucht eingerichtet. Sklavencup gehört immer noch den Hochelfen. Kann uns aber egal sein. Was wollen wir denn nehmen hier? Komm, wir machen jetzt hier mal vampirische Korruption. Das ist lustig. Hier machen wir nochmal hier. Das hier, obwohl wir es eigentlich gar nicht brauchen. Wir beenden jetzt hier nochmal die Runde. Vielleicht kommen wir nochmal nach K&K, wobei K&K natürlich... Wir könnten noch die Schwarzspruchspitze nehmen, aber mal schauen. So, Mission Erfolge, errichtet folgendes Gebäude. Wir haben jetzt also alles hier erledigt. Das ist eine ewig uralte Mission. Moment, eine Sache wollte ich noch gucken. Haben wir noch hier irgendwo... Verdienen wollen wir durch Überfälle. Habe ich jetzt schon Überfälle gestartet? Nee, eigentlich noch nicht. Wir gehen jetzt einmal mal dahin. Wir müssen jetzt tatsächlich dann doch nochmal Überfälle hier verdienen. Hier so 514 wäre eigentlich ganz cool. Boah, das könnte aber teuer werden und langwierig vor allem, um diese Mission jetzt hier quasi noch hinzubekommen. Aber wir machen das mal. Das heißt, wir müssen jetzt halt die Runde nochmal beenden. Die Penny Jenkins ist arbeitsscheu. Ich finde, das passt irgendwie zu einem Pirat. Das ist eigentlich nicht mal eine schlechte Eigenschaft für einen Piraten. So, wie viel haben wir denn jetzt hier schon angesammelt? Na, das zählt das jetzt, glaube ich, auch hoch. Genau, also wir müssen das jetzt eigentlich theoretisch einfach mal eine Weile machen. Wobei, wir können auch jetzt erstmal das hier überfallen. Oh, warte mal, es gibt ein Level-Up. Cool. Damit hatte ich nicht gerechnet. Gut, das heißt, wir können jetzt theoretisch hier also ihm die Affenjacke geben. Denn irgendwie, oh, oder Hartnäckigkeit, 8% mehr Leben. Ah, nee. Wir geben jetzt mal die Affenjacke. Wie gesagt, dass er auch im Nahkampf selber nochmal ein bisschen besser wird. Er soll ja ein ziemlich starker Nahkämpfer sein. Er kriegt jetzt hier nochmal den Pulverjungen. Und steht halt die Frage jetzt im Raum, warte mal, wie komme ich da überhaupt hin? Da scheint es ja gar keinen Weg rüber zu geben. Ich weiß es nicht. Also theoretisch, sage ich jetzt mal, kann man das jetzt hier natürlich machen. Wir können aber auch einfach quasi jetzt hier die Bude schleifen. Ihr seht, das ist relativ easy going. Und weil wir so nett sind, rauben wir das Ding hier einfach aus. So, was ist denn das? Flutruf. Krakenhauer. Ein gebundener Zauber. Reduziert die Geschwindigkeit der Gegner. So, Lager schon mal. Beim Überfall gibt es, glaube ich, keine Dinge. Nee, nee. Wenn ich jetzt regenerieren will, muss ich das jetzt hier gleich machen. Alles klar. Okidoki. Dann würde ich aber mal sagen, liebe Leute, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. K&K. Mal gucken, ob wir es uns noch holen. Das werden wir dann sehen. Ansonsten, ja, eigentlich möchte ich das hier schon gemacht haben. Also vielleicht schiebe ich nochmal eine Folge dazwischen, wo wir dann quasi K&K erstmal hier so richtig schön überfallen. Danach wirklich überfallen, so mit Piratenbucht und Co. Und dann gibt es halt vielleicht noch beim übernächsten Mal dann das Finale. In dem Sinne, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade und trinkt aus, Piraten. Joho.